Wir sehen uns heute ein Beispiel an, bei dem sich eine Person mit konstanter Beschleunigung auf einem Brett bewegt. Das Brett wiederum liegt auf zwei Rollen und kann sich also auch gegenüber des Bodens bewegen. Was wir ausrechnen wollen, sind die Absolutgeschwindigkeit der Person und die Absolutgeschwindigkeit des Bretts. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das jetzt bitte gerne nach und gib dem Video auch einen Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Das ist dieses Relativkinetik-Beispiel hier. Und zwar geht es da in dem Fall jetzt so ähnlich wie bei dem Keil, wo der Block runterrutscht. Wenn Sie das vielleicht schon gesehen haben oder sich angeschaut, gerechnet, geht es da wieder um Relativkinetik, die ein bisschen sozusagen von hinten aufgezäumt ist. Also nicht dieser klassische Zugang, dass wir einen Ortsvektor hinschreiben und dann eine Geschwindigkeit daraus ableiten können, eine Beschleunigung daraus ableiten können, sondern wir müssen zuallererst ein schönes und sinnvolles Freikörperbild von dem Problem erzeugen. Und erst dann sehen wir wirklich, was wir eigentlich hinschreiben können. Das ist also so ein bisschen dieser Komplementärzugang zur Relativkinetik. Und worum geht's? Vielleicht fangen wir damit an. Es geht um diese Person hier, die eine gegebene Masse hat und die sich mit konstanter Beschleunigung, Relativbeschleunigung in dem Fall, auf dem Brett nach rechts bewegt. Das Brett hat auch eine Masse natürlich und kann auf den Rollen hier, die beide gleich sind, ebenfalls Masse 3, gegebenes Trägheitsmoment, hier hin und her rollen und die Rollen wiederum rollen am Boden. Das heißt, das Ganze bewegt sich in Bezug auf den feststehenden Boden. Und natürlich dadurch, dass diese Figur da oben, diese Person, sich wegschieben muss, um zu beschleunigen, schiebt sich natürlich das Brett nach hinten, kriegt eine Beschleunigung nach hinten und das wiederum treibt dann hier übers Haften bei den Rollen die Rollen an. Und so baut sie das System auf und wir haben einen Relativzusammenhang. Was wir wissen möchten, ist die Absolutgeschwindigkeit von unserem Brett, wobei es eine Randbedingung oder Anfangsbedingung gibt, dass die Geschwindigkeit, von der wir losstarten, 0 ist, das also am Anfang tatsächlich ruht, und dann auch die zugehörige Geschwindigkeit für den Mann, für diese Person. Ja? Und dazu machen wir, wie gesagt, ein Freikörperbild. Und das Freikörperbild mache ich so, dass ich das tatsächlich neu zeichne heute, nämlich die Person, Sie wissen ja, Vereinfachungen machen wir immer sehr stark, die Person wird einfach ein Masseblock beziehungsweise, wenn Sie so wollen, eine Punktmasse mit M1 mit der Beschleunigung und Geschwindigkeit V1 und A1. Ich nenne sie jetzt A1 und nicht A relativ, damit das alles mit den Indizes zusammenpasst. Dann das Brett. Das hat dann eine Geschwindigkeit und Beschleunigung nach links wahrscheinlich. Das ist jetzt ein bisschen gegen meine Philosophie, die ich normalerweise Ihnen immer predige, nämlich, dass wir unbekannte Größen möglichst im Koordinatensystem positiv annehmen sollten. Das mache ich jetzt hier nicht, aber auch nur deswegen, weil komplett klar ist, dass das Brett sich nach hinten bewegen wird. Und wir müssen dann halt mit dem Vorzeichen bei der Rechnung aufpassen. Das ist M2 und dann gibt es zwei Rollen und die Rollen haben, zeichnen wir es jetzt so ein wie hier, eine Beschleunigung A3 und eine
Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung. Omega und Alpha, die kriegen jetzt einmal keinen Index, weil das sind eh die einzigen. Und natürlich da komplett analog fürs andere. Ja, die sind gleich, die haben die gleiche Masse, die haben die gleichen Abmessungen, die werden sich also im Idealfall auch komplett gleich verhalten, diese beiden Rollen. Und dann muss es natürlich noch etwas geben, das diese ganze Bewegung überträgt, und das sind natürlich Kräfte. Wir haben einmal eine Kraft vom Brett auf den Mann, also sozusagen verkehrt herum angefangen. Eigentlich bewegt sie das Männchen, diese Person, und schiebt das Brett an, und das Brett drückt natürlich gegen den Fuß. Aber wir fangen von oben an, deswegen hier umgekehrt. Das Gleiche muss es dann natürlich aufs Brett geben. Und damit die Freikörperbilder auch tatsächlich fertig sind, sollte man da die Normalkräfte genauso eintragen. Die werden wir für die Rechnung nicht brauchen, weil sich da ja nur Kräftegleichgewicht ergibt. Die Normalkraft überträgt sich komplett runter auf den Boden, die ist aber für die Bewegung irrelevant. Die Bewegung passiert nur horizontal. Und dann gibt es so etwas Ähnliches natürlich auch hier, ich zeichne es jetzt da mit ein bisschen am Abstand, auf das Brett. H2 heißt die und dann N2 natürlich. Und ja, da oben H2 und das ist ein bisschen schon ein bisschen eng. Das N2 ist eh egal. Und drüben genauso. Und die heißt auch H2. N2, weil das ja die gleiche ist. Und hier auch. Da muss man sich natürlich dann entscheiden, was nennen wir 1, 2, 3, damit es zusammenpasst. Es kommt jetzt unten ja auch noch was, nämlich hier eine Kraft, Normalkraft, die nenne ich dann N3. Und da genauso. Und auch vom Boden auf die Rolle gibt es eine Haftkraft, wenn das reines Rollen ist, H3. So, und dann braucht man natürlich nur ein Koordinatensystem. Das klassische XY-System. Positive Rotation gegen den Uhrzeigersinn, sodass das Omega und das Alpha, so wie eingezeichnet, schon gegen den Uhrzeigersinn positiv sind. Und ja, X halt nach rechts, so dass das Männchen sich positiv nach rechts bewegt. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was man unter Umständen brauchen wird, nämlich hier unten findet man den Momentanpol für die Rolle. Und wenn man sich das rauszeichnet, dann haben wir natürlich diese Zusammenhänge für die Geschwindigkeit, die wir brauchen werden, dass man Geschwindigkeit Brett mit Geschwindigkeit des Rollenschwerpunkts verknüpfen können durchs reine Rollen. Das heißt, wir haben da oben V2 und im Schwerpunkt unser V3 und können dann entsprechend das alles zusammen rechnen. Und Omega Alpha. Genau. Ja, das ist wirklich alles, was wir brauchen. Das Trägheitsmoment, Massenträgheitsmoment ist einfach J für die Rollen. Das bleibt auch J. Das setzt man nirgends ein. Wir haben ja nichts gegeben dafür. Das ist einfach J für die gesamte Rechnung. Und dann überlegen wir uns, was ist da jetzt eigentlich was? Was ist welches System? Wenn der Mann die Relativbeschleunigung hat, dann wird der sozusagen
das relative, die relative Bewegung vollführen. Und damit ist, wenn sich der auf dem Brett bewegt, das Brett selbst das Führungssystem. Das ist die erste Feststellung. Das heißt, unser V-Führung, wenn Sie es in diese Nomenklatur bringen wollen, ist dann minus V2, weil V2 ja in die negative X-Richtung zeigt. Wir wollen natürlich mit unserem, ich mache es jetzt auch vektoriell, wir wollen natürlich mit unserem Koordinatensystem noch positiv bleiben. Und genauso für die Führungsbeschleunigung. Das ist minus A2. Natürlich macht der Vektorpfeil, dieser Vektorstrich nicht für Sinn in dem Fall, weil das ja eh nur in X-Richtung ist. Aber gut, ist es halt so hingeschrieben, weil es immer so hingeschrieben ist. Und dann haben wir eine Absolutgeschwindigkeit. Die setzt sich natürlich wieder aus der Relativgeschwindigkeit zusammen und aus der Führungsgeschwindigkeit. Und die Relativgeschwindigkeit ist klarerweise dann die Geschwindigkeit unseres Männchens, unserer Person. Und die Absolutbeschleunigung genauso, die setzt sich aus diesem Relativ plus Führungsanteil plus, wie wir wissen, Coriolis-Anteil normalerweise zusammen. Der Coriolis-Anteil wird aber 0, weil es gibt ja keinerlei Rotationsanteile da drinnen in dem System. Also das Koordinatensystem, das Führungssystem hat keinen Rotationsanteil, damit kann es auch keine Coriolis-Komponente geben. Das wissen wir schon durch Hinschauen sozusagen. Okay, und dann gilt für das Männchen das alles in X-Richtung gleich angeschrieben vielleicht, schreiben wir es so hin, dass die Absolutgeschwindigkeit, die da oben gefragt ist, V absolut 1 nenne ich sie, weil 1 das Männchen ist, dass die dem V1 entsprechen muss. Und wenn wir es leichter hinschreiben wollen, und dieses V1 ist aus der Gleichung da, das V relativ, und das kann man natürlich umformen und einsetzen, ist nämlich V relativ minus V2, V-Führung, aus der direkt. Braucht man gar nicht umformen, sondern einfach direkt einsetzen. Das V-Führung als minus V2. Und wenn das eine konstante Beschleunigung ist, dann ist das natürlich A relativ mal der vergangenen Zeit minus V2. Das muss die Absolutgeschwindigkeit für den Mann sein. Und genauso wiederum in X-Richtung die Beschleunigung A absolut ist dann auch unser A1 und das ist A relativ minus A2. Genau, gleiches Argument von der Beschleunigungsgleichung eingesetzt oben. Ja, das sind meine Gleichungen 1 und 2. Das sind sozusagen die Zusammenhänge, die wir aus der Kinematik kriegen. Und dann kriegen wir natürlich noch einen Zusammenhang aus der Kinematik, nämlich für die Walzen, für die Rollen. Über das reine Rollen wissen wir natürlich, dass die Abrollbedingung gelten muss. Dass nämlich unsere Geschwindigkeit V3 für den Schwerpunkt der Rolle Rollenradius mal Winkelgeschwindigkeit sein wird, wenn unten der Momentanpol liegt. Und dann natürlich V2, wenn man es weiter rauf verbindet, 2 mal R mal Winkelgeschwindigkeit sein muss. Das heißt wiederum, weil die Winkelgeschwindigkeiten wollen wir uns gleich ersparen, dort wo wir es nicht brauchen, dass es einen Zusammenhang gibt, der V3 mit V2 verknüpft und dass V3 die Hälfte von V2 sein muss, was man natürlich auch einfach hier ablesen hätte können. Und das Gleiche gilt für die Beschleunigungen, halt mit der Winkelbeschleunigung. Das heißt,
Wir haben auch für die Beschleunigungen natürlich diesen Zusammenhang, dass die Beschleunigung des Schwerpunkts der Walzen die halbe Beschleunigung des oberen Teils, also der Beschleunigung des Bretts, entsprechen muss. Ja? Und was wir schon brauchen, dann für den Drehimpulssatz ist das Alpha oder für die fürs dynamische Grundgesetz eigentlich, weil wir haben ja Kräfte in dem Fall, müssen also tatsächlich Schwerpunktsatz und Momentensatz hinschreiben und da brauchen wir die Winkelbeschleunigung, die müssen wir uns irgendwie ausdrücken, die gibt es ja auch hier gratis sozusagen, dass Alpha nämlich entweder A3 durch R ist oder halt A2 durch 2R, so Kehrwert davon, was uns dann leichter fällt. Also auch das vielleicht unterstrichen und die Zusammenhänge da werden wir wahrscheinlich brauchen. Ja, und jetzt kann man hergehen und kann das Ganze in den Schwerpunktsätzen verarbeiten. Wir schauen dann eh immer wieder rauf, wenn wir was brauchen. Schreiben wir mal Schwerpunktsätze, Momentensatz bzw. ja, dynamisches Grundprinzip, wie Sie es auch immer nennen wollen. Was kann man für das Männchen hinschreiben? M1, da gibt es in Horizontalrichtung positiv haben wir diese Haftkraft H1 und die muss natürlich M1 mal A1 sein aus dem Schwerpunktsatz, beziehungsweise wenn wir A1 von oben einsetzen, M1 mal, wo steht's? Hier, A relativ minus A2. Okay, dann sind nur gegebene Dinge drinnen. Lassen wir es vielleicht inzwischen nur so. Das ist meine Gleichung 3. Dann kann man für das Brett genauso was hinschreiben. Nämlich beim Brett haben wir hier zweimal das H2. Positiv. Dann müssen wir einmal das H1 als Reaktion oben abziehen. Und dann das Vorzeichen aufpassen, nämlich minus M2 mal A2. A2 ist schon eine Größe, die wir weiterverwenden wollen und können, deswegen brauchen wir da nichts einsetzen. Gleichung 4. Dann gibt es natürlich für die Rolle den Schwerpunktsatz. Schwerpunkt der Rolle sieht H3 in positive Richtung. Eine Rolle reicht uns eigentlich. Die zweite dupliziert ja nur das, was die andere macht. Minus H2 von Brett oben ist dann wieder in unserer Skizze minus M3 mal A3. Und das A3 setzen wir von da oben ein, ist A2 halbe. Also minus M3 A2 halbe. Gleichung 5 entsprechend. Und dann gibt es natürlich noch einen Drehimpuls für die Rolle. Und der ist um den Schwerpunkt, weil das Trägheitsmoment um den Schwerpunkt ist. Fangen wir oben an. Es drehen eh beide positiv. Also es dreht dieses H hier um den Schwerpunkt positiv und das H genauso. Dann fangen wir oben an. H2 mal R plus H3 mal R ist gleich Trägheitsmoment mal Winkelbeschleunigung. Und die Winkelbeschleunigung haben wir uns hier oben ausgedrückt, können wir einsetzen. Setzen wir es als A2 ein. Das ist jetzt schon eine Größe, die wir überall drinnen haben. Also Trägheitsmoment mal A2 durch 2 mal R. Und da können wir natürlich noch durchs R durchdividieren. Dann haben wir links wieder nur Kräfte. H2 plus H3 ist J. Und dann haben wir A2 durch 2 R².
Gleichung 6. So. Und jetzt haben wir hoffentlich alle Gleichungen, die wir brauchen, um das Ganze ausrechnen zu können. Nämlich die, noch einmal zurückerinnert, Absolutgeschwindigkeit für das Brett, das V2, und die Absolutgeschwindigkeit für den Mann. Damit wir die Absolutgeschwindigkeiten kriegen, müssen wir natürlich zuerst die Absolutbeschleunigungen ausrechnen und dann können wir uns die Absolutgeschwindigkeiten aus der Beschleunigung bestimmen. Also 3, 4, 5, 6, ja, die reichen uns. Dann lassen wir das so stehen. Jetzt, wenn man ein bisschen hinschaut, kann man hier Folgendes machen. Wir können die Gleichung 3 mit der Gleichung 4, 5 addieren und davon die Gleichung 6 abziehen, weil dann fallen uns netterweise alle Kräfte weg. Wir haben da H1, das fällt mit dem vom 4er weg. Wir haben dann 2H2, da gibt es einmal eines, das wegfällt und dann das zweite, das wegfällt. Und H3 minus H3 da unten fällt das H3 auch noch weg. Das heißt, wenn wir das machen, haben wir sofort alle Kräfte eliminiert und wir wollen die Kräfte ja nicht wissen. Die sind ja nicht gefragt. Deswegen ist das vielleicht eine kluge Vorgehensweise. Wir rechnen also Gleichung 3 plus Gleichung 4 plus Gleichung 5 minus Gleichung 6. Und das liefert dann einmal die linken Seiten ein H1 plus 2H2 minus H1 plus H3 minus H2 und dann minus 6 ist minus H2 minus H3. Und auf der rechten Seite M1 A relativ minus A2 minus aus der Vierer M2 A2 minus M3 A2 halbe und minus J A2 durch 2 R². Gut, dann sieht man da, es kürzt sich dieses H1 mit dem H1, es kürzt sich ein H2 mit dem und dann noch eines mit dem da und das H3 kürzt sich mit dem H3 und dann haben wir alle weg. Und dann kann man das andere auf die andere Seite bringen, damit ist gleich 0 dasteht, ist immer irgendwie schöner. Und ein bisschen rein multiplizieren, M1a relativ minus M1a2 minus M2a2 gibt es noch, genau. 2a2 minus M3 halbe a2 minus Trägheit j durch 2 r² A2 ist gleich 0. So, kurzer Plausibilitätscheck ist immer wichtig. Wir haben Masse mal Beschleunigung jeweils, also was Schwerpunktsatzartiges. Wir haben das Ganze auch hier hinten im Endeffekt Masse mal Beschleunigung, weil das Trägheitsmoment ist ja Kilogramm Meter Quadrat. Da unten kürzen sich die Längenquadrat wieder weg mit dem R² und damit bleiben wieder nur Kilogramm, wieder nur Masse über. Das haut also hin. Also die Einheiten sind alle gleich, sonst dürfte man das ja nicht addieren und subtrahieren. Okay, und dann kann man auf das A2 umformen. Das wollten wir ja wissen und können uns einmal die Beschleunigung des Bretts ausrechnen. Das ist dann nämlich einmal M1 dividiert durch diese ganzen anderen Massetherme M1, M2 und M3 halbe und Trägheitsterm der Rolle J durch 2 R² mal A relativ. Ist jetzt ein bisschen schnell gegangen vielleicht. Ich habe A2 einfach hier überall rausgehoben
durch dieses Gesamte durchdividiert. Damit es ein bisschen leichter zum Weiterverarbeiten ist, nennen wir dieses ganze Bruchstück da vorne, diesen Bruchterm gleich einfach k, ist irgendeine Konstante, mal a relativ. Okay, also das ist einfach das Ganze ist k. Damit brauchen wir es beim Integrieren nicht immer mitschleppen, diesen großen Term, und tun uns leichter. So, und jetzt gilt natürlich, ich habe es eh schon verraten, integrieren. V2 ist ja als konstant beschleunigte Bewegung A2 dt. Integral von der konstanten Beschleunigung über die Zeit ist unsere Geschwindigkeit. Und nichts leichter als das, das ist ja nur A2 mal t plus irgendeine Konstante c. Also k mal a relativ mal t plus irgendeine Konstante c. Und die irgendeine Konstante kriegen wir aus der Anfangsbedingung. Die Anfangsbedingung war ja, dass das Brett am Anfang ruht, und damit wissen wir, dass V2 zum Zeitpunkt 0 0 ist. Ja, welche Überraschung, damit wird die Konstante natürlich 0. Weil es eben keine Anfangsgeschwindigkeit gibt. Die Konstante ist ja nichts anderes wie Anfangsgeschwindigkeit. Also wird unser V2 als Funktion der Zeit einfach nur k mal a relativ mal t, beziehungsweise setzen wir es dann noch einmal ein, das k m1 durch m1 plus m2 plus m3 plus j durch 2r Quadrat a relativ mal t. Erstes Ergebnis. Vollkommen richtig, danke. Danke für den Hinweis, das habe ich jetzt in der Schnelligkeit übersehen. Klar. Oben steht es eh noch richtig, m3 halbe. Aus dem simplen Grund, weil es zwei Rollen gibt. Ja, genau. Danke sehr. Erstes Ergebnis. Und zweites Ergebnis, das ergibt sich jetzt ganz leicht aus dem kinematischen Zusammenhang hier oben, nachdem wir jetzt V2 kennen als Funktion der Zeit, können wir natürlich V1 auch ausdrücken, indem wir einfach da einsetzen, in die Gleichung 1. Damit ist V1 von t nichts anderes als a relativ mal t minus V2 von t. Und dann kann man hier schön zusammenfassen, 1 minus k a relativ mal t, beziehungsweise, ja, das können Sie jetzt vielleicht dann auf einen gemeinsamen Nenner bringen, das 1 minus, schreiben wir das hin, das wird dann m2 plus m3 halbe plus j durch 2r Quadrat und dann dieser schon vorher verwendete Nenner m1, m2, m3 halbe plus j durch 2r Quadrat a relativ mal t. Zweites Ergebnis. Ja, das ist alles, was gesucht war. Noch einmal, wie immer, vielleicht zur Wiederholung. Worauf muss man aufpassen? Wir müssen
darauf achten, dass wir hier nicht einfach blindlings losrechnen können, so wie das oft in der Relativkinematik und Kinetik ist. Wir müssen uns einmal gut überlegen, wie schaut es mit den Zusammenhängen an den einzelnen Teilen des Systems aus. Eben genau analog zu diesem Keil mit dem Quader, wo man das ja auch macht. Die Teile auseinander trennt, Freikörperbilder zeichnet, schaut, was ist das Relativsystem und dann entsprechend alles einsetzt. Und hier klarerweise übertragen sich alle Bewegungen über diese Haftkräfte. Das heißt, wir setzen dann unsere Schwerpunktsätze an, wir setzen den Drehimpulssatz an und haben unsere vier Gleichungen hier mit den Zusammenhängen aus der Kinematik oben, die ja auch irgendwie klar sind, nämlich Absolutsystem, Relativsystem und dann Rollbedingung kann man einsetzen und landet direkt bei einer Beschleunigung, nämlich bei einer Beschleunigung für unser Brett hier und dann durch einfaches Integrieren bei den Geschwindigkeiten. Viel mehr ist es nicht. Sauber auseinander trennen, dann funktioniert das alles normalerweise ganz gut.